Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir jetzt miteinander Zeit verbringen. Mein Name ist Nicole Davido. Ich bin Life- und Beziehungscoach, Expertin im Thema Manifestation. Und ich freue mich sehr, denn heute bin ich nicht alleine am Start. Ich habe eine weitere High-Value-Woman hier als Interview-Gästin im Podcast, und zwar Tiffany. Tiffany ist Selbstliebe-Coach. Sie ist Expertin für emotionale Freiheit. Sie ist Podcasterin, sie ist Unternehmerin. Und vor allem hat Tiffany eine unglaublich inspirierende Geschichte, also wie sie wirklich von so einer rosaroten Kindheit kam, aber dann, wie ihr Leben so fast so einen richtigen Deep Dive gemacht hat und wie sie sich da auch wieder rausgeholt hat und noch besser, also wie sie eigentlich durch diese ganzen verschiedenen Schicksalsschläge auch zu ihrer Berufung gefunden hat. Also ihre Geschichte ist unglaublich inspirierend und deswegen freue ich mich so sehr mit dir, Tiffany zu teilen. Und schreib uns gerne, wenn du die Podcast-Episode gehört hast, was deine größten Erkenntnisse waren, was für dich irgendwie wichtig war. Lass uns einfach ein bisschen Liebe da, teile die Folge mit Freunden, mit Familie, mit Menschen, die davon auch profitieren könnten. Du findest alle Details natürlich zu Tiffany in den Shownotes. Sie hat auch gerade ein Buch rausgebracht. So geil, also wie ich die Liebe zu mir fand. Auch das verlinke ich dir natürlich. Also darüber sprechen wir heute auch ein bisschen. Also ich freue mich total mit dir, jetzt das Interview zu teilen. Und bevor es gleich aber losgeht, möchte ich auch noch kurz was ankündigen. Und zwar ist morgen der 11.11. Und wenn du schon länger in meiner Community bist, dann weißt du, um 11.11. die 11.11 ist sowieso meine Zahl. Und wir werden die Türen öffnen zum Manifestation Bootcamp. Ja, also letztendlich, das neue Jahr steht vor der Tür. Und du weißt, ich bin ein großer, großer, großer Fan davon, dass wir Anfang des neuen Jahres uns ausrichten, dass wir das Ganze wie so eine leere Insel betrachten, die wir neu gestalten können und dass wir halt irgendwie so eine alte Insel verlassen, auf der wir jetzt gerade sind. Also ich sehe immer so, 2023 ist die eine Insel und 2024 ist die neue Insel und jetzt können wir uns auf so ein kleines Bootchen, auf so ein kleines Schiffchen begeben und Richtung 2024 fahren, also Richtung dieser neuen Insel und die komplett neu kreieren und uns wirklich diese Frage stellen, was wollen wir erleben, erfahren, manifestieren, erreichen? Wie wollen wir 2024 aussehen lassen? Und das machen wir gemeinsam im Manifestation Bootcamp. Also wenn du da dabei bist, freue ich mich riesig. Das ist das dritte Jahr schon. Jedes Jahr war es ein riesengroßer Erfolg. Und ich habe gerade gestern in meiner Story gefragt, hey, was habt ihr euch eigentlich im letzten Jahr manifestiert durch den Manifestation Bootcamp? Und es kam so viel Traummann und mehr Geld und eigene Business und Reisen und einfach innere Ruhe. Also so viele großartige Dinge. Ich bin total stolz und freue mich so sehr. Deswegen ist lohnt sich unglaublich dabei zu sein. Ich möchte es jetzt ankündigen, weil morgen öffnen die Türen und da gibt es halt ein hammergeiles Angebot und auch nur für einen Tag. Also von daher lohnt sich direkt dabei zu sein. Aber jetzt widme erstmal deine ganze Aufmerksamkeit und Energie diesem Interview. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du heute Play gedrückt hast und dass du dir die Zeit nimmst. Ja, viel Spaß, bis gleich. Liebe Tiffany, ich freue mich so sehr, dich heute bei mir hier im Podcast grüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass wir jetzt hier noch eine weitere Stunde miteinander verbringen können. Haben wir ja schon ein bisschen Zeit zusammen verbracht und war schon sehr, sehr schön. Deswegen freue ich mich sehr. Herzlich willkommen zum Podcast. Du bist gerade in Bali. Also yes. Hier haben wir heute ein bisschen Bali-Vibes am Start. Das ist immer always a good idea. Wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Danke, Nicole, erstmal für die Frage. Mir geht's gut. Ich fühle mich heute sehr geerdet. Ich glaube, es bringt auch Bali so ein bisschen mit sich. So alle laufen barfuß. Es ist schönes Wetter. Man kann viel draußen sein. Mhm. Und bin gerade sehr vorfreudig auf dem Podcast. Ja, schön. Ja, das ist immer so diese Frage erstmal so zum Ankommen, ne? Dieses, was ist eigentlich gerade so in deiner inneren Welt. Also ja, danke erstmal fürs Teilen. Und das ist dieses schöne Grounding. Ja, das können wir direkt mal so als Tool zu Beginn mitnehmen, mehr barfuß zu laufen. meine Liebe, ich würde ganz gerne mal mich mit der Tiffany vor, kann man sagen mal, so vor 20 Jahren unterhalten, mit der Tiffany. Mhm.
wie sie vor 20 Jahren so war. Nimm uns doch mal so ein bisschen zurück in dein Leben, in was quasi dich auch genau zu diesem Punkt gebracht hat, dass wir jetzt heute hier über das wunderschöne Thema Selbstliebe sprechen, über dieses wunderschöne Thema emotionale Freiheit. Und wie war das damals für dich? Lass uns mal wirklich in die Vergangenheit abtauchen und nimm uns da gerne mal mit, wie das damals für dich war. Sehr gerne. Also ich bin ja heute 29, das heißt vor 20 Jahren war ich 9. Ja. Ich bin tatsächlich sehr behütet aufgewachsen. Ich würde sagen, so eine rosane Wolke, die um mich rumgepackt wurde. Meine Eltern immer versucht, alles Schlechte, Negative von mir fernzuhalten. Aus tiefster Liebe bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich habe vor allem von meinem Papa sehr viel schon früh mitbekommen an Selbstwert. Er hat immer zu mir gesagt, du hast eine kleine Schatztruhe in dir, die niemand anfassen darf. Oh. Natürlich habe ich als 9-Jährige nicht verstanden, was er damit meint. Ich habe mir das halt vorgestellt. Umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich. Und ich war ein sehr fröhliches Kind. Ich war gut in der Schule. Ich hatte viele Hobbys. Ich war wirklich ein fröhliches Kind. Das Einzige, was sich immer durchgezogen hat, bevor auch der ganz große Wendepunkt in meinem Leben mit 18 kam, so von rosa zu schwarz, würde ich es mal nennen, war, dass ich schon im Kindergarten angefangen habe, Essen zu verstecken, sowohl zu Hause als auch im Kindergarten, um dann heimlich zu essen. Und ich wusste aber nie, warum. Warum esse ich heimlich? Warum mache ich das? Obwohl ich ja so ein glückliches Kind bin. Und heute rückblickend, einmal hatte meine Mama auch dieses Thema Essstörung, heimlich essen, nicht gut genug sein. Ich hatte immer sogar im Kindergarten schon Angst, zu dick zu sein. Und jetzt rückblickend ist es okay, alles Negative wurde von mir ferngehalten. Und man denkt, super, ganz toll. Aber was ist denn mit den negativen Emotionen? Was ist denn mit denen? Was macht man mit denen? Wo gehen die hin? Und bei mir wurden die weggegessen. Als ich 13, 14 war, ging das dann noch weiter, da war dann eben, okay, ich darf ja nicht zunehmen. Dann habe ich begonnen, mich zu übergeben. Das heißt, da kam ich dann in die Bulimie rein. Niemand wusste das, habe mich natürlich dafür geschämt. Mit 13 hatte ich dann auch so meinen ersten richtigen Freund, so Händchen halten. Und mit dem war ich dann auch wirklich 7 Jahre zusammen. Und ab so 16 war das dann aber auch so ein bisschen toxisch. Ne? Ich wusste nicht, was ist mein Selbstwert. Ich habe einfach alles mit mir machen lassen. Und dann mit 17 bzw. 18 kam der große Wandel in meinem Leben. Ich würde sagen, ein Riese ist auf so ein Barbie-Haus einmal draufgestampft. So kann man sich's vorstellen. Als ich 17 war, kam heraus, dass mein Papa seit 5 Jahren eigentlich ein Doppelleben führt und mein Papa war für mich immer mein Held, von dem habe ich ganz viel gelernt, der ist toll, der ist super, der stand für mich auf so einem Podest und meine Mama war für mich eher die immer gestresst war und heute verstehe ich warum, mit 2 Kindern, mit Arbeiten und so weiter. Das war für mich der erste Punkt, jetzt sind meine Mutter und ich ausgezogen und kurz danach wurde bei meiner Mutter Krebs festgestellt. Erst in der Brust, dann im Kopf und innerhalb von 12 Monaten ist sie dann verstorben. Dann kann man sich vorstellen, wie die Zeit dazwischen war. Also nur Krankenhausaufenthalte, Pflegen, sie leiden sehen, Schmerzen. Das heißt, ich, die kleine, süße Tiffy, die nie gelernt hat, überhaupt mit negativen Emotionen umzugehen, wurde innerhalb von 1,5 Jahren ihr Papa auf eine Art und Weise genommen. Das Zuhause, die Familie, alles, was sie kannte. Und dann die Mama. Und dann saß ich in dieser Wohnung mit 18 in dem Zimmer, wo alle Dinge von meiner Mutter waren. Und das Leben hat gesagt, so, jetzt mach mal. Wow. Danke fürs Teilen. Also das ist so, also erstmal natürlich bin ich extremst berührt, aber es ist auch spannend, wie dieses Verstecken, ne? Also dieses Verstecken der Emotionen, das Verstecken vom Essen, das Verstecken dieses Doppellebens deines Papas. Ja, also irgendwo ein wirklich wie so ein roter Faden so durchgezogen ist, ne, durch dein Leben und auf einmal hat sich alles offenbart, ja, weil das ist auch wie es ist. Also wir können nur so lange verstecken, bis dann halt irgendwann wir gezwungen sind, das Ganze zu betrachten, ja, und dann ist es Versteckspiel und das hat sich halt durch dein Leben durchgezogen. Und ich würde super gerne dann gleich nochmal, ich würde jetzt ganz gerne erstmal diesen Wendepunkt anschauen, aber dann würde ich ganz gerne auch mal schauen, welchen Sinn du
heute dieser Erfahrung auch gegeben hast, ja. Aber lass uns mal erstmal bei diesem großen Wendepunkt von ich bin da, und das ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr traumatische Erfahrung. Also das ist ja auch in einer Zeit, wenn wir auch so Teenager-Alter, ne, das ist ja so eine sehr, sehr, sehr starke Identitätsfindungsphase. Ja. Das heißt, erstmal, ne, werden zwei der Bezugspersonen auf eine Art und Weise genommen. Mhm. Und du bist mit dir als auch noch, ja, als Teenager, als ein wirklich junger Mensch, du wirst dir quasi einmal selbst gestellt quasi, ja. Und ja, was war dann für dich der nächste Schritt quasi? Dazu sagen muss man noch, dass ich in dem Jahr, in dem meine Mama Krebs hatte, auch noch meine Schule abgeschlossen hatte. Das heißt, ich hatte weder in dem Moment eine Ausbildung, noch ein Studium, noch einen Beruf. Das heißt, ich hatte hier nichts, wo man sich festhalten kann. Mit dem Tod von Mama ist auch irgendwie meine ganze Familie auseinandergebrochen, die davor eigentlich sehr eng war. Das heißt, ich habe mich gefühlt, als würde ich in einem Vakuum stehen. Und dann noch obendrauf, wir kennen das alles, Teenie-Liebe. Dann war da noch, ne, betrogen andere Frauen. In dem Alter alles normal, aber in dem Moment war das für mich natürlich, okay, jetzt kann ich mich nicht mal daran festhalten. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, mich irgendwo festzuhalten, weil ich es ja nicht kannte, mich an mir selber festzuhalten. Mhm. Und schon während der Zeit, als meine Mama krank war und als auch die Trennung war, ging es mir schon nicht so gut. Also ich war durcheinander, ich war traurig, ich war wütend. Würde sagen, da war auch so der Beginn von Depressionen da. Und als dann meine Mutter gestorben ist, es war halt, da ging dann gar nichts mehr. Also ich war zwar körperlich noch da, aber seelisch war ich war einfach nicht mehr anwesend. Und dieser innere Schmerz wurde mit jedem Tag mehr, und ich habe irgendwie versucht, damit umzugehen, aber ich habe gemerkt, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Also jeden Tag habe ich nur gehofft, dass dieser Tag vorbeigeht. Ich habe in meinem ganzen Körper Schmerz gefühlt. Und ich hatte ja auch nichts, wo ich hinlaufen kann. Also kein Ziel, kein Halt. Ja, das heißt, wenn man sich so fühlt und ja auch nichts vor seinen Augen hat, wo man hinlaufen kann. Ja. Eine Vision in irgendeiner Form. Irgendwas. Und wenn es nur ist, ich gehe einmal am Tag eine Runde spazieren. Ich weiß es nicht. Irgendwas, aber es war gar nichts mehr da. Ja. Und es ging eben so weit, dass ich nicht mehr konnte und dann an einem Abend mich dazu entschieden habe, dass ich nicht mehr leben möchte. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Abend. Viele glauben, dass es ein ganz schlimmer Moment war, aber tatsächlich war das der friedvollste Moment, den ich da in meinem Leben gefühlt habe, weil ich mich entschieden habe, ich mache das nicht mehr. Ich entscheide jetzt, es war tatsächlich, so blöd sich das anhört, aus der Selbstermächtigung, aus der Selbstliebe heraus, in dem Moment. Es war das erste Mal, glaube ich, dass ich Selbstliebe oder Selbstermächtigung gefühlt habe und nicht mehr dachte, ich bin das Opfer vom Außen. Egal, wie dramatisch diese Entscheidung war. Und ich war dann zu Hause, ich war kurz davor beim Ex-Freund, da war wieder irgendwas, mit einem Regen nach Hause gefahren und wieder geweint. Das war so das letzte Tröpfchen oben. Ich kann nicht mehr. Mein Nervensystem war so überlastet, es ging einfach gar nichts mehr. Und dann bin ich nach Hause gekommen und da waren eben noch ganz viele Medikamente von meiner Mutter, die natürlich sehr stark waren. Und ich habe mich entschieden, die alle zu nehmen in einer Ruhe und einer Liebe und war einfach nur froh, dass ich nicht mehr leben muss. Eine Entscheidung für dich halt getroffen in dem Moment, auch wenn sie drastisch. Richtig. Und ja. Ich habe tatsächlich auch in dem Moment, das fragen mich immer viele, hast du nicht einen Brief geschrieben? Hast du nicht jemand noch was gesagt? Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Das war in meinem Kopf nicht präsent. In dem Moment war nur ich und mein Weg. Und dann war es so, dass ich ich bin dann eingeschlafen und am nächsten Morgen meine Freundin, vor allem meine zwei besten Freundinnen, unter anderem auch die Olivera, mit der ich heute LLY führe, da komme ich nachher noch dazu, du hast mich ja nach dem Sinn gefragt, den dieses Ereignis hatte. Die haben gewusst, okay, stimmt irgendwas nicht, ich melde mich nicht, dann ist die Feuerwehr bei mir eingebrochen, hat mich da rausgeholt und dann lag ich tatsächlich 3 Tage im Koma. Und die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, ob sie aufwacht. Wir glauben es nicht, wenn ja, mit sowohl körperlicher als auch geistiger Behinderung, weil sie hat so viele Tabletten genommen. Wissen nicht, hat sie noch Alkohol dazu getrunken? Was war überhaupt? Es war einfach schon zu lange her, um da noch irgendwas machen zu können.
Ja, und das Leben hat aber einen anderen Plan für mich. Ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen, ein gesundes Leben. Ich bin nach 3 Tagen aufgewacht und ich war natürlich nicht sofort fit, aber ich habe weder körperlich noch psychisch irgendwelche Einschränkungen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, das hat in mir was geöffnet. Und seit diesem Tag habe ich auch nie mehr darüber nachgedacht, das wieder zu machen. Das war wie, wenn in mir ein Schalter umgelegt wurde, ein Licht angemacht wurde, eine Energie freigelegt wurde. Das ist auch oft in Coachings, die ich mache, werden mir oft Fragen gestellt. Leute fragen mich, woher weißt du das? Und ich sage, ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, aus welchem Buch oder woher, sondern es ist einfach da. Ob das Intuition ist, ob das universelle Wissen ist. Ich fühle mich seitdem angebunden an etwas. Wow. Ja, und dann war da einfach so eine innere Kraft da. Und ich habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet und habe Sport gemacht, habe mich zu einem Studium angemeldet. Es war alles ein paar Wochen, Monate danach. Also total weird. In meinem Kopf kriege ich auch nicht mehr zusammen, wie kam es von einem zum anderen, weil das so ein Kontrast ist. Und es war auch tatsächlich für die Menschen um mich herum sehr schwierig, weil die konnten das gar nicht greifen, was passiert da. Und ich bin aber einfach dem nachgegangen. Ich bin dem einfach nachgegangen. Und die haben sich ja wahrscheinlich auch Sorgen gemacht, dass das natürlich auch wieder passieren könnte. Ne? Und das ist auch dieses, also ich glaube, ich finde es auch ganz spannend, diese Entscheidung, die du da für dich getroffen hast, diese friedliche Entscheidung, das ist auch einfach sehr, sehr wichtig, wie du es geteilt hast, finde ich, weil das war halt für dich eine Entscheidung. Und gleichzeitig, wir sind oft ja durch solche traumatischen Erfahrungen, ne, wie Verlust und so weiter, einfach extrem dissoziiert, ne? Also nicht mehr bei uns, also komplett wie in so einem Spaceship. Also sind auch nicht mehr embodied, also verkörpern ja nicht mehr, ne? Sondern sind einfach wirklich so neben, also du standest so neben dir und es hat sich fast so angehört, als ob du aber in dem Moment schnell wieder so bei dir warst, um aber dann eine Entscheidung zu treffen, um zu gehen. Und dann nach diesen 3 Tagen, also kannst du in diesen 3 Tagen Koma-Zeit, gibt's da bewusst irgendwelche Erinnerungen? Nein. Gar nichts. Also ich wusste auch nicht, wie lange das war. Also ich hatte keine Ahnung, es wurde mir halt gesagt, daran habe ich gar keine Erinnerung. Ich habe an all das, was von dem Moment, wo ich die Tabletten genommen habe, bis ich wirklich aufgewacht bin, keinerlei Erinnerung. Und dann ging es einfach, also erinnerst du dich an den Moment, wo du natürlich aufgewacht bist? Waren so deine Freunde, wer war denn in dem Moment da bei dir? Ja, also ich war in der Intensivstation, deswegen da durften immer nur, ich weiß nicht, ob nur immer nur eine Person oder 2 drin sein durften, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich einmal innerlich aufgewacht bin und irgendwas gehört habe und kurz meine Augen aufgemacht habe und Olli muss immer lachen, wenn sie es erzählt, dann sagt sie, und du hast dich auch schon über irgendwas beschwert. Irgendwas hast du dich beschwert. Es waren einfach nur so, okay, geht's gut, weil sie kann sich beschweren. Sie ist in ihrem Ding drin. Passt. Ich weiß nicht mehr, was war. So, es hat mich einfach gestört, dass es da laut ist oder irgendwas. So, ich will schlafen, so in die Richtung. Und ich glaube, da war sie da und dann bin ich richtig aufgewacht, aber da war ich auch, ich habe keine klare Erinnerung, aber hauptsächlich waren mein Bruder, mein Papa und meine 2 besten Freundinnen da. Und Laura auch, mit der ich heute auch LLY mache, die war auch da. Ja. Okay, wow. Also das ist auch 10 Jahre später noch so viele Menschen sind, die da, also so als ob so, ne, ihr euch da so versammelt habt, um quasi schon etwas zu beginnen, was ihr natürlich damals noch überhaupt nicht wusstet. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast dich für Studium angemeldet, hast angefangen Sport zu treiben, hast quasi wie so ein, nochmal so ein, ja, so ein Push bekommen, so ein Wind bekommen von, komm, lass uns das Leben doch leben. Hattest du da dann, also hast du damit vielleicht auch so deinen Zugang zur Spiritualität wirklich das erste Mal bekommen, würdest du sagen? Ich glaube schon, ohne es zu wissen. Ich glaube ja, weil da war eben diese Kraft da und ich habe einfach auf die vertraut, weil mir ist ja nichts anderes übrig geblieben. Ich hatte nichts in meinem Leben. Das heißt, gut, ich habe jetzt das Gefühl, Sport zu machen, mich zu dem Studium anzumelden. Also mache ich es mal. Das war das Einzige, was da war. Und dann hat mir tatsächlich aber auch das Leben ganz viele Dinge gebracht aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Spiritualität von außen. Ich habe ein Buch, mehrere Bücher geschenkt bekommen. Das eine war zum Beispiel von Veit Lindau, Seelengevögel. Natürlich habe ich das damals ganz viel überhaupt nicht greifen oder verstehen können. Jetzt von Eckhart Tolle, das waren tatsächlich meine 2 ersten Persönlichkeitsentwicklungsbücher, die Hammer. Also vor allem jetzt ist ja eigentlich das herausforderndste Buch. Das kann man ja 30 Mal lesen irgendwie. Ja, klar. Und
dann bin ich tatsächlich auch über 30 Ecken zu einer Familienaufstellung gekommen. Ganz wilde Geschichte, die von meiner damaligen Freundin, der Freund, die Mutter war bei einer Heilpraktikerin und die hat eigentlich nie einen Platz. Und dann habe ich da aber einen Termin von ihr bekommen und die macht nur einmal alle 5 Jahre eine Familienaufstellung und dann ist da ein Platz frei geworden. Und also so geht magisch eigentlich gar nicht, genau. Und dann mache ich bei dieser Familienaufstellung und da haben mir andere Menschen meine Familie verkörpert. Also die wurden da hingestellt und das eine war meine Mutter und das andere war ich, das andere war mein Papa. Und diese Frau, die meine Mutter verkörpert hat, also die kannten weder meinen Namen noch meine Geschichte, das heißt, die wussten nicht, was passiert ist. Die Frau, die dort lag, beziehungsweise sich hingelegt hat, ohne zu wissen, dass meine Mutter nicht mehr im Leben ist, hatte während der gesamten Familienausstellung die Augen zu. Und die Heilpraktikerin stand hinter mir und hat sie am Ende gefragt, warum hattest du die ganze Zeit die Augen zu? Ist ja total unnatürlich, wenn da Leute rumlaufen und was besprechen und das will man ja irgendwie sehen, ist ja auch langweilig da zu liegen. Und dann hat diese Frau gesagt, ich werde es nie in meinem Leben vergessen. Ich habe so geheult, dass ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe das Gefühl, ich ersticke, weil ich so heule. Die Frau hat gesagt, weil es mir gut geht, da wo ich bin. Und das war wie der Befreiungsschlag. Natürlich habe ich es in dem Moment nicht verstanden, aber die Heilpraktikerin hat auch davor zu mir gesagt, du bist immer noch zwischen den Lebenden und den Toten. Du musst dich entscheiden. Willst du leben? Oder willst du nicht leben? Und ich glaube, ein ganz großer Teil war, ich wollte noch meiner Mutter helfen, da sein. Ich darf ja innerlich jetzt gar nicht loslassen. Das heißt ja, ich liebe sie nicht und so weiter und so fort. Aber dieser Moment, und das war, glaube ich, auch nochmal so der Beweis für Spiritualität für mich, ohne es in dem Moment als Spiritualität bezeichnet habe, aber ich habe Dinge gesehen und gefühlt in meinem Leben, die man nicht erklären kann, wenn man nicht dabei war. Und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören und dann bin ich Leuten begegnet, die mir wieder irgendwas erzählt haben und irgendwie ging es dann so vom einen zum anderen und ich war da total in der Persönlichkeitsentwicklung drin, ohne dass ich überhaupt dieses Wort kannte. Also ich kannte dieses Wort gar nicht, ich wusste nicht, was ist Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, no plan what that was. War dann auch in der Therapie, auch in der Tagesklinik für 6 Wochen, da habe ich auch Tai Chi gemacht, alles Mögliche, hatte ich auch eine ganz tolle Ärztin, waren auch danach bei der Therapie, habe ich aber gemerkt, dieses ständig nur drüber reden, das hat mich irgendwann nicht mehr weitergebracht, ich hatte das Gefühl, ich komme da eher in eine Abwärtsspirale, also tatsächlich was mit dem konnte ich ganz wenig anfangen, tatsächlich auch sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich habe das Gefühl, mir wurden Sachen eingeredet, also sobald es mir besser ging, hatte ich das Gefühl, wir müssen jetzt wieder was finden, was scheiße ist. Dann habe ich irgendwann gesagt, nee, möchte ich nicht mehr. Und ja, dann habe ich irgendwie meinen Weg in die Persönlichkeitsentwicklung gefunden, ohne es zu merken, ohne es zu wissen. Ja, guided by the universe. Das ist immer so meine Lieblingsaffirmation. I am guided by the universe. 100%. Und, die Aufstellungsgeschichte, also es ist so... Wow. Und das ist, also ich finde auch Aufstellungsarbeit ist so kraftvoll, also so ja, unglaublich kraftvoll. Und ich glaube halt auch einfach, das ist nur so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass du fast schon dachtest, wenn ich jetzt einfach okay bin, also damit, dass meine Mama nicht mehr da ist, dass ich dann irgendwas falsch mache oder dass ich dann nicht mehr traurig bin. Und wenn ich nicht mehr die ganze Zeit traurig bin, dann sagt das irgendwas vielleicht über die Liebe zu ihr aus oder ja, und dieses Geschenk, was dir dann im Endeffekt diese Stellvertreterin in dem Moment auch gegeben hat, indem sie so intuitiv das quasi gemacht hat, dieses mir geht's gut, ne? Das ist dieses ja, das war mein Seelenweg und der war vorbei. Also das ist ja so diese Sache mit dem Tod, das ist ja auch wieder so ein Thema, was einfach so wichtig ist, dass wir uns damit eigentlich viel mehr auseinandersetzen, weil das geht uns alle was an. Und ja, oft habe ich das Gefühl, in unserer Gesellschaft, wir tun so, als ob es nicht gibt. Wir wollen alle einfach ganz, ganz jung bleiben und es gibt es. Es gibt den Tod. Ja, und es ist einfach auch, dass jede Seele hier auf dieser Erde ist für die eigene, ja, für die eigene Zeit. Und dass wir nicht festhalten dürfen oder auch, ne, es gar nicht müssen. Und in dem Moment war es ja auch von dem Spirit deiner Mutter, dieses leb deinen ja, Weg. So, ja, also wirklich unglaublich schön.
Oh. Lass uns weinen. Ja, wirklich, oh. Lass uns alle weinen. Wirklich, alle weinen, ja, und loslassen. Genau. Let it go. Ja. Schön. Okay, und das heißt, dann bist du auf einmal in dieser Welt gewesen, was deine Seele, das ist halt auch wieder dein Seelenweg war, offensichtlich der. Ja. Und was du ja auch heute so schön, weil das hat dich ja wahrscheinlich dann auf den Weg gebracht, slowly, um diesen Erfahrungen, die wirklich unglaublich schmerzhaft und traumatisch waren, diesen Sinn zu geben. Lass uns mal da ganz gerne als nächstes einsteigen. Gerne. Also ich bin dann da immer weiter reingegangen, habe dann auch selber Coachings gemacht, war auf Seminaren, habe da einfach sehr, sehr viel gemacht, einfach für mich, weil ich immer gemerkt habe, es macht mich immer stärker, immer klarer, ich habe immer mehr Sinn dahinter gesehen, warum das alles passiert ist. Und irgendwann kam ich dann an einen Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne weitergeben, aber hier war auch nie der Gedanke, das in der Persönlichkeitsrichtung zu machen, sondern seit ich klein bin, tanze ich, das war einer meiner größten oder ist eine meiner größten Leidenschaften. Und ich habe gesagt, mich stört es beim Tanzen, dass es immer ums Aussehen geht und wer ist die Beste und was geht's überhaupt? Weil für mich war dann vor allem in der Zeit Tanzen einfach Therapie. Das war für mich meine Crew, die ich damals hatte. Ich bin da hingegangen, das war für mich eine Struktur. Heute weiß ich, Tanzen verarbeitet Emotionen, reguliert das Nervensystem. Das wusste ich natürlich alles nicht. Und dann habe ich gesagt, ich finde das alles scheiße, wie die das machen. Es geht nur darum, wer die kürzeste Hose an und wer hat den tollsten Hintern und wer ist die dünnste. Gerade mit meiner Essstörung hat mich natürlich immer getriggert. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle, ich mache das jetzt selber. Ich mache einen Tanzunterricht der Selbstliebe, Meditation und Hip-Hop-Jazz miteinander verbindet. Das habe ich dann gemacht. Ich habe einfach einen Raum gesucht, der war tatsächlich in Bad Cannstatt. Für alle, die in der Nähe Stuttgart wohnen, kennen das. Bad Cannstatt ist so nicht die schönste Ecke von Stuttgart, nicht alles davon. Hinter einem Solarium, hinter einem Bettenlager, in so einer Gasse drin, in so einem Ding war ein Raum, wo eigentlich Bauchtanz unterrichtet wurde. Habe ich dieses Ding gemietet, völlig einfach nur gemacht. Habe auf Instagram begonnen, über Selbstliebe zu sprechen, über meinen Weg. Die Leute haben mich natürlich alle ausgelacht. Ich hatte keine Follower. Das war alles, die haben gedacht, die Alte spinnt. Es war mir egal. Ich weiß nicht, es war mir einfach egal. Ich habe einfach gemacht und habe dann gesagt, hier, ich mache jetzt einen Tanzunterricht. Und dann stand ich da halt immer mal wieder mit ein, zwei Mädels. Habe immer gehofft, dass Leute kommen. Dann waren es auch mal mehr. Dann war es mal wieder ein bisschen weniger. Also war auch nicht so, dass ich daran irgendwas verdient habe. Ich habe eigentlich immer drauf gezahlt, aber das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und ich habe halt gemerkt, in der Arbeit, die ich dann mit diesen Frauen gemacht habe, wie die mit jedem Mal mit einem offenen Herzen gekommen sind, mit breiteren Schultern, mit offeneren Augen. Und sie hatten das Gefühl, dass sie gesehen werden. Sie durften weinen. Sie haben mir Fragen gestellt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, alles, was ich jetzt gemacht habe, für mich hat gerade einen Sinn, auch für andere. Oh, das hilft der anderen. Und dann wollten die danach mit mir sprechen und hatten ganz viele Fragen. Und irgendwann habe ich dann Coaching gegeben, ohne zu wissen, dass ich Coachings gebe, weil ich eben gesagt habe, okay, so viele wollen jetzt mit mir reden, das muss ich irgendwo reinpacken in irgendwas. Ich weiß noch, ich habe damals mein erstes Coaching irgendwie für 15 Euro gegeben und habe danach noch 3 Stunden die PowerPoint-Präsentation danach nachbearbeitet und so. Also das war einfach nur süß und voll aus dem Herzen raus. Und und dann haben die Leute immer gesagt, ja, kannst du mehr drüber reden und kannst du einen Podcast machen? Ich natürlich keine Ahnung, wie das geht. Nachts da gegoogelt, wie das funktioniert. Mit irgendwelchen Kopfhörern das aufgenommen draußen. Sieht man auch im Podcast die allererste Folge. Die ist schon so alt. Ja, ist super spannend. Start before you are ready, ne? Start before you are ready. Also ich habe wirklich alles gemacht, ohne dass ich ready war, weil ich von diesem ganzen Zeug null Ahnung hatte. Also wirklich null. Ja. Überhaupt und nicht. Und auch einfach, du hast halt auch einfach, die Menschen haben dich gefragt, hey, das hilft, mach mal. Und du hast halt gesagt, okay. Ja. Und ich meine, ganz kurz nochmal so zu diesen Tanzen selber. Also war das dann wirklich, also was würdest du ja heute wie so Körperarbeit bezeichnen, ne? Also wenn du sagst, okay, auf einmal war das so diesen mit aufgerichteten Schultern und offenen Augen und mit einer anderen Körperhaltung. Und das kam natürlich durch diese Kombination wahrscheinlich durchs Tanzen, aber dann gleichzeitig dann auch können sie dir Fragen stellen und mit dir in den Dialog gehen. Ich meine, und diese Kombination ist ja, das ist ja, was ich ja auch immer sage, wir können nicht nur über eine Sache sprechen, wir dürfen auch tatsächlich unseren Körper einsetzen. Und ich meine, damals hast du das
halt ganz intuitiv gemacht. Heute würde ich sagen, so, komm, wir machen ein bisschen Körperarbeit. Genau, genau. Ja, genau. Toll. Absolut. So schön. So schön. Ja, und dann wurde das immer mehr. Also es wurde immer mehr gefragt, es war immer mehr auf Instagram, mehr Leute haben den Podcast gehört. Also es ist einfach so vor sich hingewachsen. Und dann habe ich tatsächlich, aber das war schon davor, habe ich mein Studium zum Thema Immobilien abgebrochen, weil genau, ich gemerkt habe, das ist nicht mein Ding. Fragen. Genau, ich wollte dich gerade fragen. Ich so, du bist ja studieren gegangen nach der ganzen Sache. War das war das in Immobilien? Okay, spannend. Das war Immobilien, weil meine Eltern damals Immobilienunternehmen gegründet hatten und dann war logisch, okay, dann kann ich das irgendwann übernehmen und machen. Und das war für mich der absolute Horror. Das war für mich, ich habe jeden Tag mich dahin gezwängt und irgendwann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und tatsächlich die Olli, mit der ich heute LLY mache, hat Wirtschaftspsychologie studiert. Und ich so, oh, das hört sich so toll an. Komm, ich mache das auch. Auch wieder total unconscious, guided by the universe. Und habe das dann gemacht. Da habe ich natürlich dann auch ganz viele Sachen gelernt. Und habe dann nach meinem Studium meinen ersten Vollzeitjob in einer Personalberatung angefangen und habe praktisch LLY abends und am Wochenende gemacht. Also sich vorstellen, ich hatte einen Vollzeitjob. Ich habe jeden Abend, ich habe dann auch Coaching-Ausbildung gemacht, war dann abends entweder bei Coaching-Ausbildung oder habe meinen Tanzunterricht gegeben, habe Seminare besucht. Also ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann ich überhaupt geschlafen habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das alles gemacht habe, aber da war so ein Feuer in mir, so ein Drang. Ich habe teilweise am Samstag, Sonntag den ganzen Tag Coachings gegeben, dann noch Content gemacht. Podcast-Interviews gemacht, alles war auf Messen, hatte kein Geld für den Messestand, habe dann irgendwie versucht, irgendwie Kooperationen zu machen, habe nachts den Messestand selber gebastelt und ich weiß nicht was. Geil. Hammer. Und die Leute haben das, glaube ich, einfach gespürt, dass das einfach voll aus dem Feuer raus war und ich konnte das nie erklären, es war einfach da. Es war einfach da. Ja. Das war halt einfach dein Weg, auf dem du dich halt begeben hast. Und ich finde auch, weißt du, so zum Beispiel so diese Studien, die wir machen, die wir anfangen, die wir abbrechen und so weiter, auch wenn das irgendwie unconscious ist, es ist auch irgendwie wichtig für Lebenserfahrung. Ne? Also einfach Lebenserfahrung sammeln. So auch wenn es nicht gepasst hat. Oder wenn ich sage auch immer so, Film studieren, was ich gemacht habe zum Beispiel, das hat mir so auf jeden Fall super viel trotzdem gebracht. Für meinen heutigen Weg, ja. Natürlich. Und genauso wie auch bei dir. Ja, wow. Und dann hat sich das einfach, und die zwei Freundinnen, die auch den Tag bei dir waren, also sind das Freundinnen schon aus der Schulzeit? Also, weil das ist ja auch etwas Besonderes. Ja, sehr besonders. Also, ich bin mittlerweile mit beiden seit über 15 Jahren befreundet. Also, wir haben uns beide so alle drei, also einzeln kennengelernt, ich glaube, mit 14, die Olli kannte ich über die Schule und die Laura tatsächlich übers Tanzen. Und dann war das so, dass, also vor über 6 Jahren habe ich praktisch diesen Tanzunterricht gegründet, habe ich LLY gegründet. Und dann kam irgendwann ein Punkt, ich habe dann auch Coachings gemacht und dann eben auch Business Coachings, weil ich gemerkt habe, irgendwie, ich möchte meinen Job kündigen. Ich möchte in Teilzeit gehen. Dadurch in Teilzeit reduziert. Und ich habe ja alles, was ich verdient habe, wieder reingesteckt. Also es gab keinen Cent, den ich irgendwie für mich genutzt habe. Also außer jetzt für meine Weiterentwicklung. Ich war 5 Jahre nicht im Urlaub. Es hat alles gar keine Rolle gespielt. Und dann, das war jetzt vor fast 3 Jahren schon, oder? 3 Jahre, ja. Hatte ich dieses Business Coaching, das mir eigentlich überhaupt nicht leisten konnte. Also wirklich, überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Aber habe in Raten gezahlt und irgendwie gemacht, getan. Und dann haben die gesagt, du kannst es nicht alleine machen. Also du machst ja alles. Wie stellst du dir das vor? Du brauchst Hilfe, ja. Du brauchst Hilfe. Da sind so viele Menschen, die finden so geil, was du machst. Da wird es Leute geben, die werden sogar kostenlos für dich arbeiten. Und das war schon davor, dass ich immer wieder Anfragen bekommen habe, hey, ich finde das so geil, was du machst, du hast mir so geholfen. Eine hat einen Podcast für mich geschnitten, die andere dies, die andere das. Und dann habe ich tatsächlich, weil Laura auch eine sehr große Gabe in dem Bereich hat, habe ich schon immer zu ihr gesagt, du musst was in die Richtung machen. Und Olli war immer die, die mich gegroundet hat, die sehr klar war. Und dann haben wir, es war tatsächlich mein Geburtstag, ich habe im Mai Geburtstag, saßen wir so zusammen am 11. Mai. Okay, ich habe am 8. 11. Oh, deswegen sind wir uns so ähnlich. So von der Energie her. Hab schon gedacht. Okay. Stier. Ja. Okay, erklärt einiges.
Ja, und dann haben wir so gesprochen. Ich habe denen gesagt, ja, könntet ihr auch dabei sein, wenn ich dann jemanden auswähle, so für dieses Free Work, Volunteering, wie auch immer. Und Laura war eh schon dabei. Und dann saßen wir in diesem Call und haben danach so gesagt, warum machen wir drei das eigentlich nicht? Also verstehen wir gerade nicht. Und dann war das wirklich von heute auf morgen. Wir sind in Unternehmen gründen gegangen, haben nachts gearbeitet. Ich hatte ja schon gekündigt, aber ich habe dann praktisch alles auf Instagram gemacht, versucht Tag und Nacht. Olli hat in der Zeit noch im Master studiert, nachdem sie auch ihren Job gekündigt hatte. Laura hat noch Vollzeit gearbeitet. Das heißt, wir haben hauptsächlich nachts bis um 3 alles aufgebaut. Wow. Unternehmen gegründet, Büro gemietet, auch einfach nach vorne. Gemacht. Einfach los geht's. Das war jetzt vor 3 Jahren. Dann haben wir Gruppencoaching angeboten, haben wir tatsächlich im Februar dann unser erstes Online-Programm Emotional Freedom. Geil. Gelauncht irgendwie direkt mit 60 Frauen, die dabei waren. Also hat sich eins nach dem anderen überschlagen. Wir sind jetzt im 3. Jahr. Wir haben ein Journal rausgebracht. Wir haben eine eigene App. Wir haben die unterschiedlichsten Programme. Wir haben in der App einen Club. Den also Podcast auch den zu Podcast, dritt, ne? Genau, Podcast zu Hammer. Dritt gemacht. Haben Rebranding gemacht. Also ich weiß gar nicht, wann wir das alles gemacht haben, ehrlich gesagt. Aber es ist einfach... Das überschlägt sich alles. Das ist, glaube ich, wenn das Universum sagt, that's the right thing, do it. Und die Olli macht bei uns, die ist bei uns Expertin für berufliche Veränderung und Erfüllung, weil sie auch in dem Bereich studiert hat. Die ist da absolut, sie hat den krassen Job bei Mercedes-AMG, den sich jeder wünscht. Der hat ihn gekündigt, hat gesagt, ich mache meinen Master, ich mache was anderes. Laura hat ihren Job gekündigt. Laura ist bei uns Expertin für Female Awakening. Sie macht alles zu mehr Weiblichkeit, weibliches Erwachen. Und ich mache bei uns alles zum Thema, gut gehört ja alles zu Selbstliebe, aber ich mache hauptsächlich Selbstliebe und emotionale Freiheit. Und durch diese Power, durch das, dass wir so unterschiedlich sind, passiert da einfach unglaublich viel. Und mittlerweile sind wir 12 Mitarbeiter. Wow. Und wenn Frauen zusammenkommen, and all are in their power, wenn Frauen in ihrer Macht sind, das ist einfach so geil, was da entstehen kann, wenn das so ist. Also erstmal diese Erkenntnis und auch dieses, dass du sehr coachable warst, ne, dass du das damals angenommen hast, dass du das nicht alleine, ne, weil das ist ja auch etwas, was die ja in dir gesehen haben. Hey, mach das mal gemeinsam mit mir. Und das war dann etwas, wo du dann quasi, also weil du hättest ja auch im Ego sein können und sagen können, ne, ich mache das alles alleine. Also das wäre jetzt auch nicht irgendwie untypisch, ne, für so Unternehmerinnen oder sowas, ist ja auch okay. Aber das ist ja etwas, wo du ja wirklich da auch so eine Offenheit hattest. Und dann, das ist ja so, was wir im Kreis von Frauen kreieren können. Wo wenn wir alle in unserer Stärke sind, ist absolut magisch und auch so inspirierend. Unreal, was da passiert. Ja, so unglaublich schön. Mich haben auch ganz viele gefragt, kannst du denn das? Weil du hast ja LLY eigentlich gegründet und jetzt macht ihr das zu dritt und ihr seid ja, also wir machen das alle zum gleichen Teil, also auch das Unternehmen. Und dann ist mir das aufgefallen, ich hatte nie darüber nachgedacht, weil es nie um das Unternehmen ging, es ging nie ums Coaching, es ging nie um die Dinge, sondern es ging um das Weitergeben. Und ich habe immer nur gesehen, dadurch können mehr Frauen erreicht werden. Und ich glaube, das ist so was Wichtiges und auch Teil der Selbstliebe, dass du das machst, was dich weiterbringt und was dich innerlich was fühlen lässt und nicht das, was dir gehört oder nicht gehört oder wovor du Angst hast, irgendwas zu verlieren. Das ist alles nicht echt. Das ist alles nicht echt. Genau. Ja, und das ist auch alles, was Trennung bedeutet, ne? Das Absolut. Andere ist alles Verbundenheit und das ist, weißt du, das ist diese Illusion, ne, die wir ja auch leben. Du hast ja eben noch gesagt, also dein bei dir ist es natürlich das Thema Selbstliebe, aber auch das Thema emotionale Freiheit, weil das ist einfach nochmal, auch wenn wir auf deine Geschichte blicken, warst du ja eher in so einem emotionalen Käfig, Vielleicht magst du noch mal ganz kurz für uns möchte gerne mal so emotionale Freiheit definieren. Was meinst du damit und wie würdest du sagen, können wir emotional freier werden? Ja, gerne. Emotionale Freiheit bedeutet in meiner Definition, dass wir nicht mehr Opfer und Ping-Pong-Ball von Emotionen sind, die wir
die wir nicht verstehen, die einfach kommen, so diese Vulkane, die einfach kommen, sondern dass wir unsere Emotionen für uns nutzen. Das funktioniert aber nur, wenn sie nicht mehr in Form von Vulkanen rauskommen, sondern wenn sie da sein dürfen, wenn sie hochkommen. Diese Vulkane passieren nur, weil sie runtergedrückt werden. Wir haben Angst, wir drücken es runter. Wir sind wütend, wir drücken es runter. Wir freuen uns über was, wir drücken es runter, weil wenn das jemand sieht, ich darf mich ja nicht zu sehr freuen, oder wenn ich mich zu sehr freue, dann wird es mir wieder weggenommen. Diese ständige Unterdrückung unserer selbst, unserer Emotionen, sorgt dafür, dass sie uns in bestimmten Momenten überwältigen und wir keine Macht mehr darüber haben und dann oft sehr destruktive Dinge tun. Und wir in emotionale Abhängigkeiten gelangen. Emotionale Abhängigkeit vom Essen hatte ich, emotionale Abhängigkeit von Männern hatte ich, emotionale Abhängigkeit von Dinge kaufen hatte ich, emotionale Abhängigkeit von nichts verpassen. Das haben wir alle irgendwo zu einem bestimmten Maße, weil wir es nur gewohnt sind, bestimmte Emotionen durchs Außen zu fühlen. Das bedeutet, im nächsten Schritt ist emotionale Freiheit auch zu verstehen, durch was bekomme ich die Emotionen, die ich brauche, in einer gesunden Art und Weise? Wie bekomme ich diese Befriedigung auf eine bestimmte Art und Weise, die gesund für mich ist und nicht mehr destruktiv? Ich bin nicht mehr Opfer meiner Emotionen, sondern ich nutze sie als Wegweiser. Ich kann sie regulieren, ich verstehe sie, ich kann sie fühlen, fühle mich dadurch lebendig und komme dann in die Freiheit und führe dadurch ein freies Leben. Wunderschön. Viele glauben, ein freies Leben ist zum Beispiel, dass ich gerade auf Bali sitze und arbeiten kann, von wo immer ich möchte. Wenn ich aber innerlich die ganze Zeit darüber nachdenken würde, was verpasse ich, was denken andere, was fehlt mir, dann kann ich auch in Bali sitzen, einen Kaffee schlürfen am Strand und trotzdem nicht frei sein. Emotionale Freiheit ist die Basis für alles und auch dafür, uns ein Leben aufzubauen, das uns gefällt. Denn sonst bauen wir eigentlich immer ein Leben auf Ängsten auf. Ich habe Angst, alleine zu sein. Ich bleibe in der Partnerschaft. Ich habe Angst, hatten wir auch im Podcast, als ich dich interviewt hatte, gesprochen, du warst 10 Jahre in der Filmbranche. Da hat man Angst. Was mache ich danach? Und dann bleiben viele Menschen dort. Genau. Von vielen Menschen ist das Leben ein Ergebnis der Ängste. Und das ist keine emotionale Freiheit. Ja, wunderschön. Ja, so wichtig gesagt. Sagt, diese emotionale Abhängigkeit, ne, die ist wirklich einfach in unserer kollektiven Energie so unglaublich präsent ist. Deswegen ist das auch so ein wichtiges Thema, das anzugehen. Wie würdest du denn sagen, was sind denn so deine so Steps gewesen, die du da gegangen bist? Also so die ersten, oder was würdest du denn da jetzt deinen Klientinnen empfehlen, wenn die merken, dass sie emotional, weil oft bekomme ich tatsächlich auch die Frage, ich bin emotional abhängig, also die Erkenntnis, die ist auch schon oft da, ne, durch auch viel Nachdenken, Reden, ne, ich sag immer, ihr seid alle klug, ihr versteht schon so viel, aber ja, was würdest du denn da mitgeben oder was hat dir geholfen? Ja. Vielleicht das, was du gerade gesagt hast, ist der frustrierendste Zustand, wenn man etwas weiß, aber es nicht verändern kann. Das ist der frustrierende Zustand, den es gibt. Also, ich habe mir natürlich darüber sehr viel Gedanken gemacht. Deswegen zum Beispiel Emotion Freedom heißt Emotion Freedom, weil viele Leute wissen, sie sind emotional abhängig. Dieses Programm zum Beispiel heißt nicht Healing Journey. Dieses Programm heißt nicht Schließe Frieden mit dir selbst. Dieses Programm heißt nicht, heil dein inneres Kind, arbeite deinen Glaubenssätzen, bau Selbstliebe auf. Warum? Weil wir erstmal wissen müssen, wir sind emotional abhängig. Dann wissen wir, ich will emotional frei sein. Das sind die Steps und die Möglichkeiten, die es gibt oder die Dinge, die ich empfehlen würde, sind tatsächlich die, die ich da intensiv ausgearbeitet habe, weil ich mich auch gefragt habe, was sind denn die Main Steps? Ich fasse es mal zusammen. Das allererste ist, dass du erkennst, dass du in die Selbstermächtigung kommen darfst, dass du die einzige Person bist, die etwas verändern kann. Denn du bist nicht emotional abhängig von einem Menschen, sondern du hast eine emotionale Abhängigkeit in deiner Seele, in deinem Gehirn, einen bestimmten Ablauf, der dieses Gefühl braucht. Das heißt, du holst dir deine Macht zurück. Selbstliebe und Selbstermächtigung. Innere Kindarbeit. Dein inneres Kind ist verletzt, sehnt sich nach etwas. Ohne das gibt's keine Freiheit, weil alles, was wir tun,
99% ist gesteuert von unserem inneren Kind. Es möchte was vermeiden oder was haben. Mhm. Das nächste ist Glaubenssatzarbeit. Welche Glaubenssätze hast du? Wenn du schlecht über dich selber glaubst, wenn du Schlechtes über Männer denkst und Schlechtes über Beziehungen denkst, dann bekommst du das, ohne es vielleicht zu wissen. Das heißt, Freiheit bedeutet, deine Glaubenssätze zu ändern. Dann dein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und da geht es nicht darum, die Lauteste im Raum zu sein, sondern wieder Vertrauen zu dir selber zu bekommen, mit dir alleine sein zu können, dir bewusst darüber zu sein, was denke ich, was fühle ich, wie handle ich, warum handle ich überhaupt so. Und dann mein absoluter Lieblingspart, Emotionsmanagement. Das ist eigentlich was, wo ich sage, das muss man eigentlich in der Schule lernen. Mhm. Wenn man wirklich lernt, wie Emotionen funktionieren und wie man sie reguliert, wie man sie fühlen kann, ohne dass sie einen overwhelmen, dann hat man ganz viel Freiheit. Und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, das Thema Embodiment. Den obersten Tipp, den ich geben kann, der einfachste ist, wenn eine Emotion kommt, frag dich, wo im Körper fühle ich das gerade? Weil dann kannst du es nicht rationalisieren. Dann kannst du sagen, ich fühle es gerade in der Brust und es fühlt sich eng an und es fühlt sich scheiße an. Dann kommst du raus aus dem Kopf. Bist in der Empfindung und im Körper, anstatt halt nochmal drüber nachzudenken, ne, welches ja das Gefühl, die Empfindung einfach verstärkt. Absolut. Nachdenken darüber. Ja, wunderschön. Wie hast du den Schritt genannt nochmal? Emotional, du hattest dieses geile Wort. Emotionsmanagement. Emotionsmanagement, Hammer. Genau. Hammer, ja. Weil das ist es, ne? Ja, genau. So dieses Managen, ja. So, oh, wo ist gerade was? Ah, da geht's ein bisschen weiter raus. Ah, okay, dann hole ich das wieder ein bisschen rein. Das ist nichts Statisches. Ja, genau. Und auch, es ist auch so, sich gar nicht so sehr mit diesem Gefühl so sehr zu identifizieren, ne? Das ist dieses, auch ein bisschen diese Distanz nehmen. Also das ist erstmal nur etwas, was da ist im Körper. Aber es ist nicht, dass du bist nicht deine Emotionen oder deine Gedanken oder so, ne? Das ist ja immer so, so kognitiv. Klar, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle. Aber in dem Moment verkörperst du dieses Wissen tatsächlich. Absolut. Ne? Weil wenn ich etwas managen kann, dann kann ich es ja nicht sein. Das schließt sich aus. Genau. Hammer. So toll. Also vielen Dank. Das ist eine super schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung auch, weil ich ja auch immer so ein Fan bin davon, dass man halt quasi durch den Podcast direkt so ein bisschen die Umsetzung in die Umsetzung auch kommt. Ja. Ich möchte ganz gerne, weil einfach auch dein großes Thema Selbstliebe ist, ja, und ich glaube, das, was du mir also gerade schon geteilt hast, wenn ich alleine diese Step, wie wir halt wirklich emotional frei werden, ist auch schon, wie du auch eben gesagt hast, alles ist ja irgendwie Selbstliebe, aber sich auch diese Zeit zu nehmen, sein innerliches Kind zu heilen, seine Glaubenssätze zu hinterfragen, seine Programme, sein Autopilot, das ist ja auch schon alles ein Ausdruck von Selbstliebe. Aber ich würde natürlich als Selbstliebe-Expertin, ja, wie würdest du denn Selbstliebe definieren? Mhm. Selbstliebe ist eine gesunde und liebevolle Beziehung mit mir selber zu führen. Und deswegen gesunde und liebevolle Entscheidungen für mich selber zu treffen. Mhm. Es ist ein Missglauben, das ist auch viel, was ich auf Instagram sehe. Selbstliebe ist, wenn ich meine Röllchen liebe und Selbstliebe ist, wenn ich meine Zellulite liebe und Selbstliebe ist, wenn ich mich ja gar nicht mehr schminken will und was weiß ich. Das kann ein Teil davon sein. Und es ist auch ein Teil davon, dass ich nicht alles an mir kritisiere. Aber am Ende des Tages ist Liebe eine Beziehung. Und wenn wir uns vorstellen, was mache ich denn für einen Partner in der Beziehung? Ich gebe ihm Zeit, Aufmerksamkeit, ich überlege mir, was er braucht. Wenn er sagt, mir geht's schlecht, dann sage ich nicht, stell dich nicht so an, sondern ich bin mitfühlend, ich bin geduldig, ich bin liebevoll. All die Dinge, die du für deinen Traumpartner machen möchtest oder dir von deinem Traumpartner wünschst, kannst du für dich selber tun, dann hast du die perfekte Anleitung, was für dich Selbstliebe bedeutet. 1:1. Liebe ist ein Tu-Wort. Richtig, also, richtig. Ja. Wunderschön. Ja, also das ist einfach so wirklich auch, ich glaube, wir glauben, das fand ich ein super gutes Beispiel eigentlich mit der Instagram-Welt. So, okay, jetzt ist Selbstliebe so. Ich muss mich, weil auch, also ich glaube auch, wir können uns auch selbst lieben, wenn wir uns auch mal an einem Tag nicht schön fühlen. Weißt du, das gehört auch absolut irgendwie so mit dazu, ne? Also so zum Beispiel, ich liebe meinen Körper und trotzdem gibt es Momente, wo ich so bin, so, oh, ne, wo ich einfach, keine Ahnung, vielleicht gerade unzufrieden bin oder sowas, aber das hat nichts damit zu tun. Oder ich liebe mich selbst auch und trotzdem bin ich manchmal unzufrieden mit mir. Und das ist auch in Ordnung. Und ich denke, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, ne? Also ich glaube, dass genau die
Momente zeigen, ob man sich liebt oder nicht. Ist ja wie in einer Partnerschaft. Genau. Ja, wenn einem der andere mal auf die Nerven geht, trenne ich mich dann in der Sekunde oder nehme ich es an, weil ich die Person liebe? Und das ist ja auch bei einem selber, wenn man mal was macht, was nicht toll ist, was man nicht gut findet, zu sagen, okay, war jetzt nicht so geil, aber ich verstehe es und ich hatte meine Gründe, aber das ändert nichts an meinem Wert. Mhm. Genau, genau. Ja, wunderschön. Tiffany, du bringst ja bald ein Buch raus. Ja. so schön. Ich freue mich so sehr, wie ich die Liebe zu mir fand. Also ist das da auch natürlich, ich gehe davon sehr stark aus, dass es sehr basierend ist auf der Geschichte, die du uns auch gerade mit uns gerade geteilt hast. Wie war denn dieser Prozess eigentlich für dich, so ein Buch zu schreiben? Ja, also tatsächlich lese ich schon seit ich klein bin unglaublich gerne und irgendwie war es immer so ein Traum, Autorin zu sein, aber das war halt sowas wie, ich will Astronaut werden, so ungefähr, oder zweite Britney Spears, so vom Ding, und dass es jetzt wirklich wahr wird, ist sehr, sehr besonders für mich. Also schön. Bei allem, was ich in meinem Leben schon gemacht habe, ist das tatsächlich das Besonderste für mich. Und der Verlag ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie würden gerne ein Buch mit mir rausbringen und sie wollten eigentlich, dass ich so einen Ratgeber schreibe. Ne, so wie liebt man sich selber? Ich sage, nee, passt nicht. Und dann habe ich gesagt, möchtest du eine Biografie schreiben? Ich sage, nee, will ich auch nicht. Ich will auch keine Biografie schreiben. Das ist ja, erzähle ich 100 Mal über mich. Das ist, ja, das ist manchmal toll, aber das ist es nicht. Und mein absoluter Lieblingsfilm ist Alice im Wunderland und Die Schöne und das Biest. Ich liebe alles, was mit Träumen zu tun hat, mit Märchen, mit dieser Welt, die wir glauben, die nicht real ist, weil ich glaube, die ist irgendwo real, vor allem in unserem Unterbewusstsein. Ich habe gesagt, ich möchte eine Geschichte schreiben, die all das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, zu einem bringt auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, wir kennen alle das Café am Rande der Welt, Big Five for Life. Das sind alles Geschichten, die ganz viel mit einem machen. Und durch Geschichten bekommt man, glaube ich, einen ganz anderen Zugang zu Menschen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte eine Geschichte schreiben. Und die Geschichte handelt von Elea, das heißt die starke Elfe übersetzt. Und ohne zu viel zu verraten, das Buch ist ganz, ganz besonders aufgeteilt. Weiß man nicht so richtig, in welcher Welt sie lebt. Und es gibt irgendwie zwei Personen, aber irgendwie sind die eine. Und ich nehme euch in dem Buch sowohl mit in die Märchenwelt mit, als auch in die echte Welt, die einfach real ist, die einfach da ist. Weil manchmal in der Spiritualität verliert man sich auch in dieser spirituellen Welt. Aber wir sind nun mal auf dieser Welt hier, ja, machen diese Erfahrung. 3D. Mhm. Richtig, ja. Und in dem Buch geht Elea auf eine Reise zu Freiheit und Erfüllung. Und natürlich gibt es sehr viele Dinge, die sehr von meinem Weg natürlich inspiriert sind, Momente, teilweise auch Personen, aber natürlich noch sehr ausgeschmückt. Und sie stellt sich den großen Fragen des Lebens und findet in jedem Kapitel etwas über ihr Leben heraus. Im einen Kapitel ist es die Beziehung, die Liebe, die ich suchte. Im anderen Kapitel ist es die Arbeit, die keine Arbeit war. Und am Ende ist es der Schlüssel zu allem, den sie findet. Also sie geht auf eine Reise und auf eine Suche und findet dabei am Ende des Tages sich selbst auf eine ganz andere Art und Weise. Wunderschön, wow. Wow, ich liebe es. Das ist also, es hat gerade auch, weil es einfach so diese zwei verschiedenen Welten sind, weil ich gerade den Film Barbie auch geschaut habe. Hast du den schon geschaut? Ich habe ihn noch nicht geschaut, aber viel darüber gehört. Ich glaube, da wird es auch so ein bisschen miteinander verbunden, ne? Das sind auch, sind auch zwei Welten. Ich meine, alles ist auch irgendwie zwei Welten, weil ich meine, ganz ehrlich, wir leben, also ich meine, das kannst du auf das ganze Leben übertragen. Ich meine, visualisieren, Manifestationstechniken, darüber einfach, also alles ist, entsteht ja alles erstmal in unserer Imagination, ja, und das auch wirklich so zusammenzubringen, ist ja auch das Wunderschöne. Und du hast recht, ich meine, durch Geschichten werden wir halt bewegt, ja, also deswegen, ich freue mich, okay, das ist spannend. Ich dachte tatsächlich, dass es so ein Selbstliebe-Ratgeber ist. Ne? Nee, ich dachte mir, es gibt so viele auf dem Markt, so viele Ratgeber und ich kenne das von mir selber. Ich habe es auch manchmal satt, diese ganzen Sachen zu lesen, nur Wissen aufbauen, immer mehr, sondern auch wieder in dieses sich fallen lassen können. Und mein Gedanke war auch, wie schön ist es, wenn man so ein Buch jemandem schenken kann, weil man sieht, man möchte jemandem den Zugang zu dem Thema geben, aber einen Ratgeber zu schenken ist immer sehr
anmaßend, aber ein Buch eine Geschichte zu schenken, ist so, okay, ich habe eine schöne Geschichte, guck mal. Ja, toll, toll. Das war auch so ein Gedanke dahinter, dass es ein Geschenk ist, mit dem man ganz, ganz viel schenkt eigentlich, ohne dass es die andere Person vielleicht weiß, weil man eine ganz schöne und wichtige Intention hat. Ja, genau, genau. Ja, wunderschön. Ich freue mich total auf das Buch und werde natürlich auch alles verlinken in den Shownotes, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele auch inspirieren wird. Und du hast ja auch eben von deinem innerlichen Kind gesprochen. Weißt du, ich finde auch so Geschichten und so Magie und Abtauchen in, das ist auch wieder so, weißt du, wir heilen ja alle unser innerliches Kind und oft ist das auch so dieses, immer so dieser Schmerz, aber wir dürfen auch wieder unser innerliches Kind aktivieren in der Freude, in der Magie, in so der Begeisterung, in, weil als Kind war das so für uns ganz normal, in andere Welten abzutauchen. Und ich glaube, dass das auch für, das Buch hört sich so an, als ob das auch für unsere innerlichen Kinder einfach Spaß machen darf, ne? Ja, zu lesen. Ja, total, total. Das ist wie, wenn man durch so eine andere Welt geht. Ja, das Sonnenkind wird auf jeden Fall aktiviert. Ja, genau. Wunderschön, wunderschön. Tiffany, ich danke dir von Herzen hier für deine Zeit heute und für deinen Mut, deine Geschichte auch zu teilen. Vielen, vielen Dank, weil das ist, ich finde einfach, unser Gespräch heute war sehr, sehr, sehr wertvoll, einfach weil so viele Lebensthemen darin waren. Also vom Tod zum Schmerz, ne, zum wirklichen Schatten und dann aber natürlich auch so diese Begeisterung, der Drive, die Sonne, der Frieden, die Freiheit. Und das ist einfach wunderschön, weil das ist einfach das volle Spektrum des Lebens. Ja? Also es ist halt nicht nur das eine oder das andere, sondern wir sind hier, um das volle Spektrum zu erfahren. Und das hast du heute mit diesem Interview so wunderschön uns einmal aufgezeigt, dass es halt alles dazu gehört. Und deswegen, ich danke dir wirklich von Herzen. Vielen Dank, dass ich das alles teilen durfte und hier den Raum bei dir haben durfte. Möchtest du noch irgendetwas zum Abschluss mit uns teilen? Wie können sich Menschen mit dir connecten? Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Also gerade, wenn man sagt, ich möchte irgendwie anfangen, aber ich weiß nicht so richtig wie. Das habe ich tatsächlich auch im Nachwort von meinem Buch geschrieben. So, ich weiß, man möchte dann ganz viel und ist ganz inspiriert und ganz toll. Ein Schritt nach dem anderen, fang irgendwo an. Ihr findet mich auf Instagram, ihr findet LLY auf Instagram. Ihr könnt uns einfach schreiben, auch wenn ihr sagt, hey, ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Ich habe keine Ahnung, was ich will. Ich weiß nur, ich muss irgendwas machen. Wir haben bei uns ganz, ganz tolle Frauen, die selber den Weg gegangen sind, die mit euch sprechen, wo wir einfach mal nur uns mit euch austauschen. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, also wirklich immer. Wir sind immer für euch verfügbar. Ihr findet uns auf der Homepage. Podcast findet ihr ganz viel. Also whatever serves you. Ist halt herzlich eingeladen. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ganz, ganz viel Liebe nach Bali. Viel Liebe zurück. So, du wundervoller Mensch. Ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit uns Zeit verbracht hast, mit mir und Tiffany. Schreib uns gerne, was war dein größtes Takeaway? Was hat dich vielleicht besonders bewegt? Was hat dich vielleicht besonders inspiriert? Lass auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. Connecte mit Tiffany gerne auf Instagram. Du bekommst natürlich wieder alles in die Shownotes gepackt. Bestell gerne das Buch von Tiffany. Und ich freue mich immer, von dir zu lesen. Tiffany wird sich auch freuen, von dir zu lesen. Es ist immer schön, dass wir so auf der Ebene auch nochmal connected sind. Ja, ich freue mich, wenn wir uns auch im Bootcamp, im Manifestation Bootcamp sehen. Du findest dazu auch alle Details nochmal in den Shownotes, habe ich ja im Vorspann auch schon gesagt. Ja, morgen ist ja der 11.11., Magic Number. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Abend oder eine gute Nacht oder einen wunderschönen Tag, was auch immer gerade bei dir ist. Always remember, the best is yet to come. Deine Nicole.